Der synodale Weg hat uns beschäftigt. Wir haben Rückblick gehalten auf die erste Vollversammlung des synodalen Weges Ende Januar, Anfang Februar in Frankfurt. Eine Versammlung mit etwa 220 Mitgliedern, mit Beobachtern aus der Welt und aus der Ökumene und aus dem öffentlichen Leben. Sie wissen, der synodale Weg ist eine vereinbarte Gemeinsamkeit zwischen dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken und der deutschen Bischofskonferenz, und alle in der Konferenz haben mitgetragen, dass wir sagen konnten, dieser Auftakt in Frankfurt, die erste Vollversammlung, ist gut gelungen, und wir schätzen diese Art eines neuen Miteinanders, dass wir da auch eingeübt haben, was nicht für alle eine einfache Geschichte ist. Ich erinnere an die Gottesdienste, an die Sitzordnung, an das Zuhören. Aber es war eine große Einmütigkeit darüber, dass das ein echter Fortschritt ist, um die Themen zu bearbeiten, denen wir uns stellen müssen. Sie kennen die vier Hauptthemen: Macht und Gewaltenteilung in der Kirche, priesterliche Existenz heute, Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche und Leben in gelingenden Beziehungen. Und auch da wiederhole ich mich schon, das sind Themen, die der Evangelisierung in unserem Land dienen. Denn es können Blockaden weggeräumt werden, die es verhindern, dass das Evangelium bei Menschen guten Willens in unserem Land und in unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit ankommt. Der Papst gibt uns immer wieder wunderbare Hinweise dazu. Gerade in Querida Amazonia spricht er sehr stark über Inkulturation, das gegenseitige Befruchten und Herausfordern von einer jeweiligen gesellschaftlichen Kultur und dem Evangelium, der kirchlichen Kultur, der Gnade, wie der Papst das nennt. Ich finde, wir stehen da wirklich mit dem synodalen Weg genau in der Spur dessen, was der Papst will, auf dem Weg einer Evangelisierung für unser Land und der Kirche selber.